Der Südharz. Lebens- und Wirtschaftsraum. Traditioneller Bergbau. Naherholungsgebiet für mehr als 300.000 Menschen. Die Landschaft ist geprägt durch schroffe Felsen und einen Karstgürtel, der sich durch den gesamten Südharz zieht. Schon immer strukturschwach. Vor 1990 im Westen Zonenrandgebiet und im Osten Sperrzone. Heute 100% Provinz. Schlechtes Internet, Bevölkerungsrückgang, Waldsterben. Um die Transformation ins nächste Jahrzehnt zu schaffen, ist Gips die Chance für den Südharz. Die Gipsindustrie gehört in unsere Region wie kein anderer Rohstoffbereich. Schon seit Jahrhunderten ist der Gipsabbau das Rückgrat der Region. Das ist generell der Aspekt, dass natürlich Arbeit wichtig ist, um auch irgendwo sesshaft zu werden. Da spielt die Gipsindustrie wie alle anderen gut bezahlten Arbeitsplätze natürlich eine große Rolle. Seit 1990 sind mehr als 1600 gut bezahlte Arbeitsplätze entstanden. Und die Wertschöpfung steigt kontinuierlich. Der Gips ist der Rohstoff, der Kultur, Sport und Tourismus fördert. Wir als Kreissportbund in Zusammenarbeit mit der Gipsindustrie haben das Seepferdchen ins Leben gerufen vor vielen Jahren. Gleichzeitig ist er Motor für innovative Forschungsprojekte der Zukunft. Dann haben wir den Zuschlag bekommen für dieses Wir-Bündnis, Gipsrecycling als Chance für den Südharz. In Zukunft wollen wir hier, das sind Mengen von ca. 14.000 bis 15.000 Tonnen, in diesen Recyclingprozess integrieren und so unsere Ressourcen schonen. Bei uns hat einen großen Fokus das Thema Gipsrecycling und da sind wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus Weimar da wirklich führend. Weil nachhaltiges Bauen überall in der Welt, da ist Gips ein Teil der Lösung. Das ist nicht das Problem, weil Gips eben über den Energieeinsatz deutlich energieeffizienter ist als zum Beispiel in Zement oder in Kalk. Baustoffe kann man ohne Entnahmen aus der Natur nicht herstellen. Wir brauchen ja auch mit unserem Wohlstand diese Rohstoffe. Also jeder braucht in seiner Wohnung die Gipskartonplatte. Putze und Gipskarton sind handfeste Produkte für den modernen Hausbau. Ohne Gips kein Haus. Gips ist nicht nur Baustoff, sondern auch ein Lebensmittelzusatz. Wir produzieren bei uns am Standort spezielle Dentalgipse mit Materialien, die wir direkt hier sogar aus der Region beziehen. Wir sind seit fast 30 Jahren als Familienunternehmen hier in der Region tätig und unterwegs. Der Schutz der Umwelt und die Renaturierung stillgelegter Tagebauflächen sind Herzensangelegenheiten. Wir haben ja auch den Hotspot der Artenvielfalt hier in der Region und wir sehen es durchaus als Möglichkeit, auch Biotope zu vernetzen. Schon seit Jahrzehnten entsteht ein Urwald aus seltenen Pflanzen und Baumarten. Ulme, Bergahorn und Speierling prägten schon vor Jahrhunderten die Wildnis im Südharz. Diese fast ausgestorbenen Baumarten vertragen Hitze und Trockenheit viel besser als Buche und Fichte. Wir haben massive Schäden erlitten und auch die gute alte Rotbuche fängt an zu leiden, also gerade unter der Dürre. Die gewonnene Expertise aus dem aktiven Naturschutz kann genutzt werden, um die Wälder des Südharzes klimastabil aufzuforsten. Aus den Gipssteinbrüchen sind Naturschutzgebiete entstanden. Beruhigte Lebensräume, wie die Steinbrüche im Südharz, sind Rückzugsgebiete für stark gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Die Gipsindustrie ist seit über 100 Jahren Förderer und Gestalter dieser Region. Gips ist die Chance für den Südharz. Gemeinsam können wir die Region zu einem attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum für uns und die nächsten Generationen gestalten. Die einen sagen, der Schutz der Natur und unserer wunderschönen Gipskarstlandschaft ist das Entscheidende hier in der Region. Und die anderen sagen, es gibt keinen Ersatz für den Baustoff Gips in der Bauindustrie. Und das sind die Dinge, die aufeinanderprallen. Man muss sie menschlich, aber zusammenbringen, wie ich finde.